rote Rosen. Annette ist schockiert, Malte hat sie betrogen. Dass bei Rote Rosen Annette nicht für immer mit Malte zusammen sein wird, war bereits länger klar. Nun wurde enthüllt, was die Beziehung der beiden erschüttert. Es war für viele Rote Rosen-Fans eine merkwürdige Mischung. Die liebevolle Annette, Sarah Masuch, hatte sich auf den kriminellen Malte, Markus Blum, eingelassen und ihn sogar geheiratet. Dass dies nicht allzu lange gut gehen kann, war vielen ZuschauerInnen bereits klar, vor allem, da Malte gar nicht daran denkt, mit den krummen Geschäften aufzuhören. Rote Rosen, so erfährt Annette von Maltes Betrug. Dafür nutzt er die Spedition, die Annette leitet, und welche in letzter Zeit auf sehr wackeligen Beinen stand. Doch wie in den Vorschauen zu lesen ist, kommt sie seinem Betrug allmählich auf die Schliche. Der Auslöser dafür ist Ralf, Hardy Krüger. Der Staatsanwalt spricht die Unternehmerin nämlich auf Spuren an, die einen Bernsteinschmuggel mit ihrer Firma in Verbindung bringt. Da sie sich keiner Schuld bewusst ist, streitet Annette die Vorwürfe ab und schafft es, Ralf abzuwimmeln. Doch kurz darauf äußert auch Ben, Kahim Michael Meziani, einen Schmuggelverdacht. Ab dann wird Annette misstrauisch und stellt eigene Nachforschungen an. Dabei entdeckt sie etwas, was sie von Grund auf erschüttert. In einer Kiste entdeckt sie einen doppelten Boden. Was schon ungewöhnlich genug ist, entpuppt sich als ideales Versteck, und ein Bernsteinsplitter bestätigt es. Malte hat tatsächlich die Firma seiner Frau genutzt, um Schmuggel zu betreiben und sie deswegen sogar belogen. Wie wird sie auf diesen Betrug reagieren?